Wir wollen das höchste Niveau. Das ist ein bundesweiter Wettbewerb. Wir suchen die Besten und wir finden auch die Besten. Die Besten finden zu uns und machen bei uns mit. Wir profitieren davon, dass es Unternehmen gibt, die es gewohnt sind zu fördern, die also eigentlich auch auf der Suche sind nach etwas Besonderem. Und Evonik Industries ist der Hauptsponsor und fördert uns auf eine sehr angenehme Weise. Ich habe schon bei Wettbewerben mitgemacht. Also sie bedeuten für mich jetzt nicht nur Konkurrenz und immer Erster sein, sondern einfach sehen, wie andere spielen. Und es ist auch eine Gelegenheit zu spielen, eben vor Publikum. Erstaunlicherweise sieht man auch bei den ganz Kleinen schon künstlerisches Potenzial. Natürlich technische Sicherheit, wie das in jedem Wettbewerb der Fall ist. Aber wir möchten auch gern persönliche Ausstrahlung haben, stilistisches Differenzierungsvermögen. Das heißt, dass man den Unterschied hören kann zwischen Bach und Mozart und vielleicht Schubert, Chopin und der Moderne. Und das ist nicht so selbstverständlich. Wettbewerb, da will man immer Erster werden und zwar habe ich ja viele Wettbewerbe gemacht, aber dieses Wettbewerb, das ich jetzt mache, ist schon ein bisschen anspruchsvoller als die anderen. In Japan, da sagt man, wenn man dreimal in chinesischen Zeichen Mensch schreibt, dann muss man das irgendwie essen. Und dann klappt das eigentlich. Hat sich offensichtlich schon rumgesprochen, dass man nicht so leicht einen Preis bekommt beim Rotary-Klavierwettbewerb. Aber das fand ich eindrucksvoll, diese Flexibilität. Wir vergeben in jeder Altersgruppe nur drei Preise, einen ersten, einen zweiten und einen dritten. Darüber hinaus gibt es noch zwei Sonderpreise. Das betrifft einmal die zeitgenössische Musik und den jeweiligen Komponisten des Jahres. Das war schon toll, irgendwie dieser natürliche Zugang zum Instrument. Ich fand der ist sehr begabt, der ist schon sehr fortgeschritten. Der hat. Das ist eine sehr kompetente Jury. Und ich glaube, dass wir auch sehr einig sind in den Kriterien, die uns wichtig sind. Der kleine Künstler, den wollen wir erleben. Mir kommt es darauf an, ob die Sache stimmig ist, ob das Kind ein Gefühl dafür hat, was es tut. Da kann jemand das ganz anders spielen, als ich das jetzt persönlich denken würde oder so. Oder da kann auch mal was einfach noch nicht ganz perfekt sein oder noch nicht ganz sitzen. Aber wenn es eine runde Sache ist und wirklich ein künstlerischer, kleiner Kollege da schon zum Vorschein kommt, das mag ich gern, darauf lege ich Wert. Ich fand das hier von der Atmosphäre sehr gut, zum Beispiel die Jury war ziemlich sehr nett auf jeden Fall und sehr freundlich alles und dann hat man nicht so einen Druck und das ist, glaube ich, auch besser so.
So ein Kind hat mindestens ein solches Spektrum an Emotionen wie der erwachsene Mensch. Und wenn die Technik es ihm ermöglicht, die Technik ist ja letztlich nur Medium, Mittel zum Zweck, dann kann ein Kind auch schon sehr, sehr viel Ausdruck auf dem Klavier transportieren. Und das ist natürlich genau das, woran man auch eine Begabung erkennt, nämlich an diesem Willen zum Ausdruck. Konzertflügel zu spielen, dieses Erlebnis hat man natürlich im Alter von 10 oder 12 Jahren nur äußerst selten. Wenn man solche Erfahrungen als Kind schon sammelt, ist es wirkungsvoll fürs Leben. Und selbst wenn man nachher nicht Berufsmusiker wird, dann wird das trotzdem ein Highlight im eigenen Leben bleiben. Dazu bringt, sich wirklich voll einzusetzen, dann lernen die sehr viel über sich und über Gemeinschaft und über den Weg, wie man Erfolge erreichen kann. Einen Preis gewonnen zu haben, das ist schon wirklich was man auch also in der Vita gerne immer wieder zitiert.